Es gibt das Wechselspiel natürlich zwischen dem, was die sowjetische Militäradministration auf der Basis des Potsdamer Abkommens in ihrer Zone durchsetzen will. Dieses Bestreben war auch politisch damit verbunden, dass natürlich im Osten Deutschlands stärker als im Westen der Großgrundbesitz war. Und die Bodenreform ist auch im Osten unterschiedlich in ihren Größenstrukturen gewesen. Während im mecklenburgischen Raum die 100 Hektar natürlich ganz große Landwirtschaftsbetriebe in den Prozess der Bodenreform brachte, war im sächsischen Raum das Prägende, dass dort die Mittelbauern waren. Da ist diese Problematik der Bodenreform auch wiederum komplizierter und schwieriger gewesen, weil ja die Frage stand, wer kriegt denn Boden, wenn die Mittelbauern bis 100 Hektar ja dort mehr bestimmend waren als im Norden. Und daher ist es auch kein Zufall, dass die Bereitschaft in Sachsen daran weiter und schneller zu gehen, ja keine so großen politischen Auseinandersetzungen, neue Überzeugungen brauchten wie im Norden. Und auch dort ist ja dann, das kann man alles auch aus der Entwicklung nehmen, während, bleiben wir bei dem Wort, der Republikflucht, die Republikflucht im sächsischen Raum weniger die Landwirtschaft betrifft als im Norden. Im Norden haben wir eine Situation, wo die Großgrundbesitzer weggehen. Sie werden enteignet und es ist ein politisches Gefüge und Gestehen in der Zeit, wo immer das politische Wirken sehr stark sich entwickelt und 1948 ja nicht per Zufall eine Bauernpartei geschaffen wird, weil die SED in den ländlichen Teilen gar nicht so einen großen Einfluss hatte, wie man erwartete, um Überzeugung mit Parteiorganisationen zu haben. Die Bauernpartei hat dann die Entwicklung mit den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften nicht weniger mitgetragen als die SED, wo sie in der Landwirtschaft tätig war. Wichtig und grundsätzlich war im Sinne des Potsdamer Abkommens die Durchführung der Bodenreform, weil unsere Haltung war, wir haben Umsiedler und keine Flüchtlinge. Die Flüchtlinge, die auf dem Gebiet der sowjetischen Besatzungszone ankamen, waren nicht durch die Rote Armee vertrieben. Sondern das waren die, die vor der Roten Armee geflohen waren und wo die NSDAP-Obleute, die Großgrundbesitzer, ihre Landarbeiter aufluden, um vor der Roten Armee zu fliehen. Aber nicht die Rote Armee, denn das habe ich ja 1945, 1946 erlebt, wo ich in Hinterpommern war, dass dort keine Deutschen mehr waren. Da war freies Land. Da waren ganz, ganz wenige Familien. Und wo bleiben die nun, die Umsiedler? Und die Bodenreform gehört ganz entschieden dazu, dass nun den Umsiedlern Boden gegeben wird und sie damit der Sowjetunion dankbar sind, der Roten Armee, die ja ihr Wollen nach Boden unterstützt und fördert. Sie kriegen Boden und die Rote Armee ist sozusagen dabei, es ihnen zu gewähren. Das gehört mit dazu. Und aus dieser Situation heraus entstehen nun aber die große Summe von kleinen Betrieben.
der Betrieb, den ich als Umsiedler kriege, der hat vielleicht 10 Hektar. Habe ich guten Boden, kann ich vielleicht mit leben. Habe ich schwachen Boden, ist nicht viel zu machen. Und damit ist die ganze Frage Bodenreform auch immer ein Bezug auf die Qualität des Bodens, auf die Form der Landwirtschaft, die ich betreiben kann. Der erste Anfang dieser Entwicklung, den habe ich ja noch in den Jahren 1951, 52 in Mecklenburg erlebt. Der Landwirtschaftsminister in Mecklenburg, der die Bodenreform machte, war Bernhard Quandt. Und Bernhard Quandt war in der Phase, wo ich in Mecklenburg den dritten, in 2 Jahren, dritten Ministerpräsidenten erlebe. Der ja nun auf dem Gebiet ein Fachmann war. Ich will jetzt nicht die Einzelheiten erzählen, aber worum es ging war, dass ja, was ich andeutete, nicht wenige Großbauern, denn mit 100 Hektar, was ist das schon? Wenn ich schwachen Boden habe, ist auf 100 Hektar auch kein großes Leben. Warum waren die Böden, die im Norden waren, die so schwach sind, in großen Gütern? Na, weil ich viel Boden brauchte als Gutsherr, um einigermaßen reich zu sein. Im Süden, wo guter Boden ist, da habe ich mit 100 Hektar bin ich ein reicher Bauer. Das alles war der Unterschied. Und die sogenannten devastierten Betriebe, die waren schon 1952 da oben im Lande Mecklenburg, bevor die Länder in Bezirke aufgelöst wurden. Weil mit mal Boden da war, der ja irgendwo bleiben musste. Und die ersten Ansätze für die Bildung von Genossenschaften entstanden einfach daraus, dass die etwas größeren Landwirtschaftsbetriebe mit 80, 90 Hektar dann den Zuschlag nahmen und kriegten von Boden, der frei war, wo kein Besitzer da war, weil der weggelaufen ist in den Westen. Es ist also auch hier die Politik erstmal der Treiber für die Genossenschaft. Dann spielt die Genossenschaft wieder eine Rolle Mitte der 50er Jahre durch die Spezialisierung im Anbau. Unlängst habe ich einen Film gesehen über den Hopfenanbau. Mitte der 50er Jahre sind in Sachsen-Anhalt, in Sachsen, mit einem Mal Genossenschaften. Ja, weil ich mit dem Hopfen, wenn ich ihn baue, nicht mit einem kleinen Betrieb arbeiten kann. Ich brauche einen größeren Betrieb. Und so läuft diese Sache, die dann aber wieder politisch-administrativ losgeht und wo der mir ja nicht sehr unbekannte erste Bezirkssekretär in Rostock, der Initiator Karl Mewes ist, der nun Druck macht, es muss die LPG gemacht werden. Und dann läuft die große politische Aktion, die ja etwa 1959 ihren richtigen Anfang nimmt, in Anführungsstrichen, wo dann Brigaden laufen, große Lautsprecherautos da sind. Und die dann Druck machen, dass man in die LPG geht. Und dieser Übergang ist zwischen Administration und Politik der Vorgang, der die Vervollgenossenschaftlichung bringt. Aber verbunden mit dem, wie wir die Landwirtschaft entwickeln, ist zugleich auch die Kulturentwicklung, die auf den Dörfern vor sich geht. Das erste große Kulturhaus entsteht ja auf Usedom in Mechlin. Noch heute steht dieses Kulturhaus. Es ist nur die Frage, wer kauft es, wer wird es weiterpflegen. 30 Jahre nach dem Beitritt ist das Ding noch immer zu verkaufen.
Das war aber für uns schon etwas ganz Entscheidendes aus den 50er Jahren, dass wir mit dem Schritt zur Genossenschaft Kultur aufs Land, Bildung ins Land tragen, die Beziehung Stadt und Land, das Land muss erschlossen werden. Ich habe noch erlebt, wo ich Landtagsabgeordneter in Mecklenburg werde, 1951, und mein Wahlkreis in Waren ist. Und abends ist Versammlung und da ist mit mal jemand, der darüber erzählt, dass er eigentlich nicht mal Güstrow war die größte Stadt, die er gekannt hatte, weil ihm das Land zurückgeblieben war. Und mit dieser Entwicklung ist mit einem Mal der Schritt, ich bin Landtagsabgeordneter und bringe Strom in meinen Wahlkreis, weil bis dann noch die Laterne getragen wurde, wenn die Kuh gemolken worden ist. Man muss auch das mitnehmen, um zu verstehen, dass auch die Bauern mit diesen kleinen Betrieben, die sie aus der Bodenreform bekommen hatten, spürten, irgendwo muss es weitergehen. Und das war der eine Hintergrund. Und die Mittelbauern waren die, die am stärksten dagegen hielten, weil sie ja dieses Stückchen nicht so stark vermissten, weil sie waren natürlich wohlhabender als der kleine Bauer, der sein Stück Land durch die Bodenreform gekriegt hat. 1952 werden die Länder auf dem Gebiete der DDR aufgelöst. Es entstehen die Bezirke. Die große Losung, die dahinter stand, war: Wir entwickeln die Demokratie. Wir schaffen kleine Kreise, damit mehr Volksvertreter die Interessen der Bürger vertreten können. Und wir gingen davon aus, dass das eine Struktur ist, wo der Rat des Kreises den Bürgern näher ist. Der hat aber auch kein großes Geld. Aber habe ich eine stabile Genossenschaft? Und die LPG will ihre Leute halten, will junge Leute dahin haben. Da muss sie die Möglichkeit haben, dass die Post da ist, dass der Konsum aufs Dorf kommt, dass ich ein Leben habe, dass der Arzt im Dorf ist, die Schwester kommen kann. Wir hatten ja ab 60er Jahre genau diesen Trend, den wir versuchten zu entwickeln und wie wir in dieser Richtung weitergehen wollten.